Dante. Habe ich was an den Ohren? Haben wir einen Bruder? Nein, auch das kriegen wir mit der Axt nicht durch. Hi. Komm, triff mal. Dubstep bin ich nicht. Ich find's total super. Ich find das hammergeil. Das war ich. Daran erinnere ich mich. Ist das das Siegel von Papis Bild? Versucht man den Feind zu täuschen und Unfug ist getreu. Eine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Wo bin ich? Ich würde sagen, besoffen. Träume ich etwa? Ja. Wie kommen wir darüber? Ja klar. Ophion Dämonenanker. Indem du den Ophion Dämonen. Indem du die Ophion Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und sie zu Dante hinziehen. Klatsch! Oh yeah! Na, das läuft. Klack! Okay. Komm jetzt raus. Komm schon her. Schön. Und weg. Zack! Einmal durch mit der Axt. Ist das geil. Ist das ein hammergeiles Spiel. Oh, das war knapp. Melonenhummel, vielen herzlichen Dank fürs Hosten und einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer von Hummelchen. Na? So, was ist das für ein komisches Zeichen? Mit der Peitsche kann ich da nicht ran. Aber mit der Axt können wir es durchholen.
erinnerst dich nicht an mich. Das Game ist immer noch zu laut. Stell dich gleich leiser um mich hin. Das Game ist zu laut. Der machen wir hier mal noch. Eins, zwei. So, okay. Okay. Was hast du noch zu bieten? So, wo müssen wir noch hin? Was haben wir noch für Ecken? Ja, probiert den Boss mal zusammen. Ich bin gespannt. Was? Kupferschlüssel? Hier. Eingesetzt. Kupfer, einfache Vernichtung. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Was ist ein Bag? Okay. Select. Kommt her und lasst euch metzeln. Mich da immer noch hinterherlaufe. Ich hab doch eine Angel. Einen Angelhaken und eine dicke Axt. Abgeschlossen. Bam. Und was ist das jetzt? Gesundheitskreuzbruchstück. Sammle 4 Gesundheitsbruchstücke, um ein Gesundheitskreuz zu erhalten. Okay, da waren wir also drinne. Hallöchen, na? Ziehen wir das Stück da mal raus. Ich weiß nicht, ob ich die Bosse vielleicht ein bisschen stark eingestellt habe. Es wirkt ein bisschen so. So, komm, hier mit dem Arm, bitte. Zur Hölle war hier los. Wir müssen hier raus. Los! Schnell! Komm schon, schnell! Schnell, los! Wo müssen wir hin? Ich will doch hier nur mal gucken. Spinnen! Ja, ich werde die Bosse dann die Tage nochmal anpassen. Ach, von hier sind wir gekommen. Gute Nacht, Hummel. Schön, dass du nochmal reingeschaltet hast. Hallo, habt ihr eine Macke oder was? Verpisst euch, ich rede gerade mit meiner Hummel. Runter hier. Bam. Nein, nein, nein. Was? Komm schon. Yoshi! Wie konnten sie uns finden? Die Stimme. Niemand wird uns finden. Du bist bei mir. So, gibt's hier hinten was? Nö. Nils, 73 Stunden Zuschauzeit. Krasse Tasse. So, wir haben eine Verbesserung. Ich glaube, wir nehmen mal wieder eine Fähigkeit. Dämonenausweichmanöver. Direkt vor einem gegnerischen Treffer. Rechter Trigger oder rechter Button. Ach du Schande. Das wird hart. Das wird hart. Also so und so. Nein, keine Ahnung. So, die blauen Dinger kriegen wir ja noch nicht auf. Und hier ist das Bildchen von Mutti. Ist das Mutter? Was, 100 Gold gewonnen? Der Bot bescheißt mich? Nee, glaube ich nicht, Knilz. Was ist denn da los?
scheiß Dämonen. Er wiederholt sich. Ab mit dem Kopf. Tipp für Fortgeschrittene. Blockadenbrecher. Der offene Dummel kann bei blockenden Gegner für offene und verwundbar stehen. Ah ja. Boah, kann grad nicht. Bam. Eva. Eva von Sparta. Was für ein Name. Und weiter geht's. Osiris, eine Engelssense, die sehr gut dazu geeignet ist, große Gegnergruppen aus dem Weg zu räumen. Wie benutzen wir das gute Stück? Linker Trigger. Boah, da blickt doch nachher kein Schwein mehr durch. Osiris ist vollständig geladen. Sie versucht nun bei allen Angriffen mehr Schaden. Schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Aber es wirkt zumindest so. Wuhu! Netzel! Darf ich trotzdem die Axt weiterverwenden? Fällt mir irgendwie besser. Bam! Judgment. Flawless kill. So, da war nichts mehr. Kann ich jetzt mit der Engelswaffe hier aufmachen? Ja, können wir. Spinnen! Und sonst gibt's hier nichts? Schade. Oh, guck mal da. Da. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. So, ich glaube, da gibt's erstmal nichts Neues. Und. Da gibt's was Neues. In den alten Teilen kommt halt nichts engelstechnisch vor, okay? Da war es wahrscheinlich einfach nur Mensch mit Dämon gepaart, ne? Zieh uns ran, Brauder. Zieh uns ran und mach die Tür auf. Cool. Voll cool, ey. Kann ich da irgendwie? Kommen wir da ran? Nee. Und ich werde auch diesen Sprung schon wieder nicht schaffen. Ich will aber. Wir müssen doch da irgendwie rüberkommen. Es fehlt doch nicht viel. Warte nochmal. So beschiss, ich war drauf. So, letzter Versuch. Ah, falscher Knopf. Aber ich habe eine Spinne getroffen. Einer noch. Einer geht noch. Der war noch kürzer. Der war noch kürzer als die davor. Okay. Versuch mal über die Kante an der Wand. Die da.